Mit der friedlichen Revolution 1989 verbinde ich Kindheit und Milchschnitter, weil gab dann Milchschnitter, da kamen so Verkäufer, also ich komme aus der Ostzone, aber nicht weit von der Grenze, Plauen und dann Ex-Grenze und dann kam Milchschnitter. Also Milchschnitte war was, was ich mir leisten konnte. Und in der Werbung sah das sehr cool aus. Und es war aber nicht kalt, es war irgendwie durchs Wetter irgendwie aufgewärmt oder sowas. Und da war ich schwer enttäuscht von der Milchschnitte. Aber sonst war es ganz spannend, die Zeit natürlich. Veränderungen und Mini-Zahnbürsten in der Kaufhalle und ja, gute Sache. Fuck, vergessen Aufnahme starten zu drücken. Oh. Das war nicht schlecht. Okay, was für ein Deutschland wünsche ich mir? Ein Deutschland für alle und überall. Ja, like, Deutschland über alles ist gar nicht so schlecht, aber halt muss für alle da sein. Neu, alt, jung, klein, bla bla bla. Ich wiederhole mich ungern, hab's gerade schon gesagt. Deutschland, ja, ein schönes Deutschland wünsche ich mir. Cooles Deutschland. Und mehr Tischtennisplatten mit Licht wäre nice. Draußen. Ansonsten, Grundnahrungsmittel sollten umsonst sein. Das sollten wir irgendwie hinbekommen können. Kinderarmut und sowas mehr entgegentreten. Ja, ein soziales Deutschland. Was wir auch schon ein bisschen haben. Aber können besser sein. Einfluss, ah, oh, come on, Einfluss, easy. Ja, neues Land, anderes Land. Und ja, das war ja für meine Family wichtiger. Keine Ahnung. Nichts, ah, das andere Video ist besser.